Spannende. Wir verhandeln heute Ihre Strafsache wegen schwerer Körperverletzung an Ihrer damaligen Freundin Nathalie Sonnen. Herr Bande, Ihr Vorname ist Nico. Sie sind am 26. Mai 1983 in Lübeck geboren, wohnen auch dort. Sie sind ledig, Kinder haben Sie keine. Was sind Sie vom Beruf? Ich bin Medizinstudent. Ich habe gerade meine Formulatur fertig gemacht. Was heißt das, Formulatur? Formulatur, Formulatur ist, sagen wir mal, ein Pflichtpraktikum während des Studiums. Aha, ziemlich so zum Ende des Studiums dann eher. Ja, genau. Wenn ich Sie so anschaue, ich will Ihnen ja mal nicht zu nahe treten. Herr Staatsanwalt, rüber die Anklage. Die Staatsanwaltschaft geht von folgender Tat aus. Am 27. November 2010 fand der Angeklagte zufällig heraus, dass seine 25-jährige Freundin Nathalie Sonnen, die sich ihr Medizinstudium an sich als Krankenschwester verdiente, nebenher auch noch im Bordell Babylon anschaffen ging. Deshalb rastete er dermaßen aus, dass er sie in einen Stapel mit Renovierungsabfällen stieß. Die junge Frau verletzte sich schwer an mit Nägeln besetzten Brettern und wird eine dauerhaft entstellende Narbe an der Schläfe zurückbehalten. Nico Bande wird daher wegen schwerer Körperverletzung angeklagt. Vielen Dank, Herr Staatsanwalt Röber. Herr Bande, wollen Sie von Ihrem Recht zu schweigen Gebrauch machen oder werden Sie Angaben machen zur Sache? Also wenn ich mir das anhöre, werde ich auf jeden Fall was dazu sagen. Was hatten Sie am 27. November, morgen um 1 Uhr ungrad jedenfalls, als Medizinstudent im Bordell Babylon zu tun? War es Notfall? Ja, Notfall nicht. Also ich war mit meinem Kumpel Patrick unterwegs, wir hatten seine Statistikklausur gefeiert und wir waren in ein paar Discos und er hat dann noch die Idee gehabt, noch ins Babylon zu fahren. Und nachdem wir dann so 20 Minuten waren, kam plötzlich Nathalie rein mit einem Freier. Und da ist mir sofort richtig schlecht geworden. Es war echt eklig. Ich habe mich dann auch sofort auf alle Krankheiten untersuchen lassen. Ja, Gesprächskrankheiten. Aggressiv waren Sie vor allen Dingen in diesem Moment, Frau Vorsitzende. Und wir haben ein sehr schönes Handyvideo. Das hat Ihr guter Freund, der Patrick Fauner, von der Bar des Bordells aus gedreht. Und das sollten wir vielleicht mal in Augenschein nehmen. Das zeigt genau diesen Moment. Das machen wir mal eben. Sie können uns dazu ja was sagen. Ja. Also da war halt noch alles in Ordnung. Wir waren halt ganz normal am Feiern da, wie gesagt. Da haben Sie auch gemerkt, dass es eine Table Dance war. Da, und da, das meine ich. Da kommt sie rein, sehen Sie sich das an. Ich sehe zum ersten Mal, wie sie mit dem Feier da reinkommt. Absolut widerlich. Ja, und da bin ich natürlich ein bisschen ausgerastet, ist auch klar. Ich meine, was würden Sie denn machen, wenn Sie das so sehen? Das ist einfach schwer ekelig. Enttäuscht. Ja. Und danach? Ja, danach. Ich habe sie nicht angefasst. Ich bin einfach danach sofort abgehauen. Wie lange waren Sie mit Nathalie Sonnen zusammen? Ja, wir waren jetzt so ein Dreivierteljahr ungefähr zusammen, würde ich sagen. Und wir haben auch immer voll viel zusammen gemacht. Wir haben uns gut verstanden. Es war alles super. Was hat sie eigentlich Ihnen erzählt, was sie macht in der Zeit, wo sie in Babylon war? Ja, also ich bin immer davon ausgegangen, dass sie in die Bibliothek geht. Ich weiß nicht. Sie hat ja auch noch eine halbe Stelle als Krankenschwester gehabt. Mhm. Und ich hätte nie gedacht, dass sie in so einer Kaschemme anschaffen geht. Also ich kann mir das einfach nicht erklären. Und sie hat es mir auch bis heute immer noch nicht einmal erklärt oder gesagt, warum. Dann erklären Sie uns doch, warum Sie so gerne in diese Kaschemme gehen. Ja, ein kleiner Unterschied, oder? Na, soll es uns doch erklären. Also ich gehe nicht so gerne immer in diese Kaschemme. Es war einfach nur eine spontane Idee von meinem Kumpel Patrick. Das ist eigentlich alles. Ach, ich war vorher nie da. Und ich bin auch davon ausgegangen, dass das ein normaler Table Dance Laden ist. Natürlich, Entschuldigung, selbstverständlich. Keiner der Männer, das ist statistisch belegt, weiß, dass es da einen Bordellbetrieb gibt. 110% der Männer sagen nein. Entschuldigung, es ist stadtbekannt, dass dort ein Bordellbetrieb ist. Und was Sie machen, ist ein Pharisäertum der aller schlechtesten und schlimmsten Sorte. Sie haben eine Doppelmoral. Ihre Freundin, die steht aber das haben Sie da mitbekommen. Ihre Freundin haben Sie da gesehen. Die hat mit Männern Sex gegen Geld. Vielleicht macht ihr sogar Spaß, oder nicht? Da kann man ausflippen. Das kann ich verstehen. Wir haben uns einfach nur gestritten. Wo sind Sie danach hin? Ja, wir haben uns halt gestritten und dann bin ich halt aus dem Hof rausgegangen auf die Straße. Genau. Bin zu Patrick gegangen und ich musste mich ja ablenken. Wir sind halt noch rumgefahren. Ich habe mich auch ehrlich gesagt ein bisschen besoffen. Was sollte ich machen? Noch mehr. Und dann hat er mich halt zu Hause abgesetzt und das war das Ende. Mehr war nicht. Ja. Mehr war einfach nicht. Nein, das kann auch sogar sein, möglicherweise. Nachdem Sie das Gelände verlassen haben, ist das vielleicht wirklich so gewesen, wie Sie uns das schildern. Aber Sie haben eine Kleinigkeit vergessen. Sie sind in der Tat hier geflohen, durch diese Toreinfahrt. Dabei sind Sie gesehen worden von dem Zogen Ohnmeier, der kam hier auf dieser Straßenseite entlang. Und Sie sind erst dann geflohen,
nachdem sie ihre Freundin in den hier befindlichen Bretterhaufen, diese Renovierungsabfälle, die herumlagen, mit den langen Nägeln gestoßen haben. Warum wissen wir das? Weil der Zeuge Ohmeyer erst den Schrei gehört hat und dann hat er gesehen, wie sie hier herausgerannt kam. Sie haben ihn noch beinahe umgerannt. Und wir wissen auch genau, um wie viel Uhr das gewesen ist. Das war um 1.27 Uhr. Denn die Nathalie Sonnen hatte ihr Handy gerade offen und hatte eine Verbindung zu ihrer Freundin hergestellt. Da lief nur die Mailbox. Die hat ihren Schrei aufgezeichnet. Also den Schrei ihrer Freundin. Um 1.27 Uhr. Das ist einfach nicht wahr, wie er es beschreibt. Ich bin einfach nur, das stimmt, ich bin aus dem Hof raus, aber danach bin ich sofort weg gewesen. Also der Zeuge Ohmeyer wusste noch nicht einmal, von wo er einen Schrei gehört hat oder wo er hergekommen sein soll, der Schrei. Und zweitens hat ihn auch niemand fliehen respektive rennen sehen, sondern ist ganz normal und gelassen gegangen. Gelassen auf so wie jemand, der keine Lust mehr hat, das zu sehen, was er vorher gesehen hat. Und sonst gar nichts. So war's. So gelassen, wie gerade der jemand seine Freundin als Prostituierte enttarnt hat. Lieber Herr Römer, wenn Sie sich die Zeichnung vielleicht noch mal anschauen, ich darf mir auch mal erlauben, diesen kleinen erfrischenden Gang zu machen. Das ist doch wohl der Hinterhof, um den es geht. Der hat doch nicht nur den einen Zugang. Das heißt, egal wer hier rauskommt, der Nächste kann wieder reingehen. Im Übrigen kann auch über den Lagerraum jemand aus dem Bordellinneren reingegangen sein, kurzfristig wieder rausgegangen sein, ohne dass der andere das gesehen hat. Das Ganze liegt ja nun auch nicht gerade in einem der erschlossensten und sympathischsten Wohngebiete, sondern im Milieugebiet. Richtig oder habe ich Unrecht? Und das müsste aber jemand sein, der direkt nach der Auseinandersetzung, die Sie mit Ihrer Freundin hatten, Ihrer Freundin was antut. Das bietet das Leben manchmal. Knapp zwei Minuten danach. Verdammt, Michael, was machst du denn hier? Wie siehst du überhaupt aus? Oh Mann, ich dachte, es wäre jetzt vorbei. Scheiße, ich hab dir gesagt, komm nicht hierher, vor allem nicht so. Oh Gott, ich muss das irgendwie überschminken. So kannst du da auf gar keinen Fall rein. Mann. Ey, wir haben jetzt echt ein großes Problem. Mann, hör auf, das tut weh. Mann, das ist echt nicht mehr dein Problem. Ich komme damit alleine klar. Und danach verschwinde ich auch sofort wieder aus deinem Leben. Das tust du nicht. Außerdem ist das auch mein Problem. Wir stecken da beide drin. Nathalie Sonnen, bitte. Frau Sonnen, bitte nehmen Sie hier vorne Platz. Frau Sonnen, dass man bei Gericht die Wahrheit sagen muss, wissen Sie. Und wenn man das nicht tut, macht man sich strafbar. Man kann immer dann schweigen, 55 Mal rein vorsorglich, wenn man sich selber bei wahrheitsgemäßer Aussage einer Straftat bezichtigen müsste. Frau Sonnen, Ihr Vorname ist Nathalie, Sie sind 25 Jahre alt und wohnen in Lübeck. Was sind Sie vom Beruf? Ich bin Medizinstudentin im vierten Semester und arbeite nebenbei als Krankenschwester. Mit dem Angeklagten sind Sie weder verwandt noch verschwägert. Ja, richtig. Frau Sonnen, der Angeklagte sagt ja weiterhin, dass er es jedenfalls nicht gewesen sei, der Sie in diesen Sperrmüllhaufen, da diese renovierte Podium oder was es immer gewesen sein mag, gestoßen habe. Auch wenn er natürlich entsetzt darüber gewesen sei, als er festgestellt habe, dass Sie nebenbei auch noch als Prostituierte arbeiten. Ich frage mich mal gerade, warum machen Sie das? Ich meine, Sie haben doch eine Stelle als Krankenschwester. Mit der finanzieren Sie doch Ihr Studium, oder nicht? Ja, aber nur halbtags. Das Geld reicht von vorne bis hinten nicht. Also das Geld hat gerade mal gereicht, um Bücher und Studiengebühren zu bezahlen. Und wie sieht's aus mit Ihrer Familie? Und gibt's da Unterstützung? Nein, ich habe keine Eltern mehr, die mir finanziell helfen könnten. Leider nicht. Gibt noch BAföG, Studienkredit, Stipendien? Ja, aber ich will mich einfach nicht verschulden. Außerdem Stipendien, die bekommt man doch nur, wenn man unheimlich gute Kontakte hat. Ich will einfach möglichst schnell meine eigene Praxis aufmachen, am besten so weit weg von hier wie möglich. Außerdem, so schlimm ist das Ganze doch gar nicht. Ich meine, ich bin ja nicht die Einzige, die sowas macht. Es gibt alleine zwei in meinem Semester, die nebenbei bei so einem Escort-Service arbeiten. Das ist doch alles kein Grund. Ach, dass du das ich meine, das ist doch, du hast doch viel mehr drauf. Warum machst du denn sowas? Nico, du kannst das nicht verstehen. Kann ich auch nicht. Aber nicht jeder wird mit einem goldenen Löffel im Mund geboren und kann zu Papi laufen, wenn das Geld mal wieder knapp wird. Auch damit nichts zu tun. Komm mal in die Realität, Mann. Wie sind Sie eigentlich ins Babylon gekommen? Also Eva und ich haben Petra, die Besitzerin des Babylons, Ende April auf einer Party kennengelernt. Petra ist eine unheimlich starke Frau, die so viel mitgemacht hat. Naja, sie hat uns immer wieder erzählt, wie viel Geld man verdienen kann, wie schnell man so viel Geld verdienen kann in ihrem Club. Und am Anfang war ich skeptisch, aber Anfang Juni war ich dann das erste Mal dort Kellnern. Und Anfang mit der Zeit habe ich dann eben so mehr ausprobiert. Du warst doch selber in dem Club. Tu doch nicht so, Nico. Ja, das war ja nicht meine Idee. Ich meine, ich wäre ja an sich nicht hingegangen. Ich meine, Patrick hatte die Idee und wir sind halt dann dahin gefahren. Ja, und ganz spontan. Und ich war ja auch nur da, um dann
den Frauen tanzen zu sehen, so zu sehen. Patrick, das war ja auch weiß alles. Ganz genau, dass ich in diesem Club arbeite. Oder warum, was meinst du, warum er das Handy, das die Handykamera hat laufen lassen? Warum? Ja, er wollte dich filmen in dem Moment, wo du mich reinkommen siehst. Nein, er wollte einfach nur ein Foto machen von ja, mir. Natürlich, klar. Mein Gott, Patrick ist ein Arschloch, das weißt du ganz genau. Wir können uns noch mal kurz anschauen, wo man es hört. Da ist die Welt noch in Ordnung. Jedenfalls aus meiner Sicht. Tja. Ah. Das sehen wir. Tja, mit Foto war das jetzt nichts, ne? Arbeiten Sie aktuell immer noch hier in Babylon? Nee, wie denn auch? Mit der Narbe im Gesicht, ich fühle mich einfach total entstellt. Aber vielleicht mache ich weiter, wenn das wieder einigermaßen verheilt. Du kannst doch nicht weitermachen. Also ich meine, fühlst du überhaupt noch irgendwas bei mir? Warum machst du denn Nico, sowas? Nico, das mit dir war echt. Das auf der Arbeit ist Show, nur Show. Dann hör doch auf Außerdem damit. Außerdem ist das hör Ganze da gar nicht so schlimm. Der Laden ist sauber, ich kann mir die Typen selber aussuchen und Kondom ist sowieso Pflicht. Gnädige Frau, irgendwann habe ich mal eine Nachricht gehört, die Sie Ihrer Freundin Eva aufs Telefon gesprochen haben. Das klang jetzt nicht so nach toller Arbeit. In der Tat nicht und so ist es ja auch nicht. Der Verteidiger meint den Anruf, den Sie unmittelbar vor der Tat um 1.27 Uhr getätigt haben. Sie haben dann Ihrer Freundin Eva auf Mailbox gesprochen. Den hören wir uns jetzt auch mal kurz an. Eva, Nico war hier. Scheiß, was soll ich machen? Dabei will ich doch nur raus aus diesem Scheißpuff und ihm ein ganz normales Leben für ein ganz normales Leben. Verdammt, Eva! Sind wir uns einig, dass das jetzt nicht gerade nach vollständiger und rückhaltloser Begeisterung für Ihre Arbeit ging? Also an dem Tag war ich einfach fertig mit den Nerven. Es war ein absoluter Horror für mich. Ich meine, mein Freund ist da reingekommen, hat mich gesehen. Außerdem hat er mich völlig angewidert angeschaut. Dieser kalte Blick, ich habe nur noch Hass in seinen Augen gesehen. Warum wohl? Er hat mir überhaupt nicht mehr zugehört. Dann hat er sie auch noch gestoßen. In diese Nägel. Und dann haben sie vor allen Dingen da liegen lassen und sind rausgegangen. Das hat sie alles überhaupt nicht mehr interessiert. Sehen Sie sich das doch bitte mal an. Sie können das doch als Medizinstudent wahrscheinlich viel besser einordnen als ich. 7 Nägel, 18 Zentimeter lang, haben sich in ihren Körper gebohrt. Sie hat großes Glück gehabt, dass kein lebenswichtiges Organ getroffen wurde, dass keine Arterien zerfetzt wurden. Da können Sie ganz, ganz, ganz froh sein. Natürlich ist also das ich schrecklich. Hab gleich, ich habe hier ein Teilstück davon. In das sie gefallen sind, hat das ja hinterher alles zersägt, diese ganzen Geschichten. Das ist der Nagel, Frau Vorsitzende, den wir als Beweisstück haben, der die Narbe verursacht hat. Und die wird ein Leben lang so bleiben. Nathalie, entstellend, im Gesicht. Ich könnte dir das niemals antun, und das weißt du auch. Ich bin danach direkt aus dem Hof raus. Ich glaub dir nicht. Ich glaube ihn auch nicht. Und selbst wenn, dann sind sie halt direkt danach wieder zurück. Nein, sie mussten sich doch irgendwie abreagieren, um hinterher so gelassen am Zeugen Ohnmeier vorbeimarschieren zu können. Ja, genau. Genau so war's. Dabei ging es mir doch nur ums Geld. Du hättest mich doch wenigstens anhören können. Wie funktioniert das eigentlich mit dem Geld? Können Sie dir eigentlich alles, was Sie beim Babylon verdienen, für sich behalten? Müssen Sie was abgeben oder wie auch immer? Also Petra bekommt 30%, aber die Einnahmen vom, also das Trinkgeld vom Tanzen und so, das können wir komplett behalten. Ja. Cool, trotzdem hast du immer Geldprobleme. Ja, ich habe halt gespart. Ach, gespart. Sie haben niemanden, dem Sie von Ihrem Geld etwas abgeben? Niemanden, haben, nein. Bis auf diese 30%, nein. Okay. Dankeschön. Noch Fragen an die Zeugin Sonne? Danke. Dann möchte ich mal mit diesem Augenzeugen oder Ohrenzeugen fortsetzen. Herr Ohnmeier, bitte. Und Frau Sonne, Sie nehmen bitte hinten Platz. Die Zeugin bleibt unvereidigt. Herr Ohnmeier, bitte nehmen Sie hier vorne Platz. Herr Ohnmeier, dass man bei Gericht die Wahrheit sagen muss, wissen Sie, wenn man das nicht tut, macht man sich strafbar. Man kann immer dann schweigen, 55, wenn man sich selber bei wahrheitsgemäßer Aussage einer Straftat bezichtigen müsste. Herr Ohnmeier, Ihr Vorname ist Michael, Sie sind 18 und wohnen in Lübeck. Was sind Sie vom Beruf? Ich bin im Moment leider arbeitslos und gelernt habe ich auch nichts. Ist noch nicht so sonderlich viel. Mit dem Angeklagten sind Sie weder verwandt noch verschwägert. Genau. Kennen Sie Nathalie Sonnen? Ich frage es deshalb, weil beim Reinkommen haben Sie sich so vertraulich zugenickt. Nein, aber sie tut mir halt so leid. Ja. Und Sie sehen ja nun auch nicht gerade taufrisch aus, wenn ich Ihr Gesicht sehe. Was haben Sie denn mitbekommen da? Also, eigentlich, ich habe ja nur den Schrei gehört und der war echt ganz übel. Ich dachte zuerst, da war irgendwo ein Fernseher zu laut oder so. Ach so. Aber im nächsten Moment kam der da aus dem Hinterhof.
Aha. Ich war eigentlich gar nicht mit dieser Frage unterwegs. Dann haben Sie mir aber schon gleich die nächste Frage vorweg beantwortet. Wenn Sie ihn gesehen haben können, dann müssten Sie spätestens um 1.28 Uhr auf der Straße da irgendwie vorbeigelaufen sein, in Höhe dieses Bordells. Warum haben Sie sich aber dann erst am nächsten Tag bei der Polizei gemeldet? Ich habe dann halt von der Sache im Internet gelesen. Da ist mir eigentlich erst aufgefallen, dass das alles was miteinander zu tun hat. Und ich bin dann sofort zum nächsten Polizeipräsidium gegangen. Das ist ja schließlich meine Pflicht. Letzteres stimmt. Und der Flüchtende, den Sie gesehen haben aus diesem Hofeingang, war das eindeutig der Angeklagte, der da sitzt? Ja, definitiv. Ich war ja schon auf der Wache und die haben mir auch schon Fotos gezeigt. Der ist an dem Abend weggerannt wie ein Wahnsinniger. Also ich bin ganz bestimmt nicht gerannt. Ich bin ganz normal gegangen. Ich bin aus dem Hof rausgegangen, auf die Straße, wo Patrick stand. Und wir sind dann zusammen zu dem Wagen gegangen und dann sind wir losgefahren. Und ich bin nicht gerannt. Mhm. Tja, und mal, jetzt haben wir ein Problem. Denn sein Freund, den er Patrick nennt, ist der Zeuge Pfaudner. Der kommt, glaube ich, nach Ihnen oder der übernächste Zeuge ist das. Der hat das auch bei der Polizei schon bestätigt. Das ist nicht unbedingt ein Gefälligkeitsfreund von ihm. Der hat ihn da ganz miese in die Sache reingerissen. Und der hat was ganz anderes gesagt. Der ist nicht gerannt, der hat nicht gehetzt und gar nichts. Das ist was ganz anderes, als was Sie sagen. Genau so, wie ich das sage. Nein, das kann nicht sein. Ich hab ihn definitiv identifiziert. Das muss er sein. Andere Frage. Konkret, Herr Hohenmeier, was hatten Sie um 1.27 Uhr, 1.28 Uhr morgens am 27. November vor dem Babylon zu tun? Waren Sie dort Gast? Nee, also da bin ich noch nie gewesen. Ich war mit einem Kollegen im Spielcenter zocken. Ich war auf Nachhauseweg und dann bin ich da halt vorbeigekommen. Herr Hohenmeier, Sie bluten aber da ziemlich stark, wenn das so durchblutet. Oh, Mist. Ist was mit Ihnen, Frau Sonnen, jetzt auch noch? Nein, kann kein Blut sehen. Jetzt können wir kein Blut mehr sehen. Darf ich mir das mal anschauen? Nee, es geht schon, ist okay. Ich bin ja schon ein fast fertiger Arzt. Ich bin auch ganz vorsichtig, keine Angst, ich tue dir nicht weh. Mit Sicherheit nicht mit meiner Erlaubnis, das um mal klar zu machen. Ah. Also normalerweise würde man da sagen, dass man das ärztlich behandeln muss. Herr Hohenmeier, was ist denn da passiert? Ich bin auf dem Weg hier mit dem Fahrrad gestürzt. Also ich würde eher sagen, sieht aus wie eine Schnittwunde. Das sah von mir aus auch so aus. Ja, ich bin halt blöd gefallen auf irgendwas Scharfes. Und mit dem Sie sind irgendwo sehr blöd gefallen, im Kopf auch irgendwo komisch von einiger Zeit. Herr Hohenmeier, Sie gehen jetzt sofort aus diesem Saal raus. Dritte Tür links. Da ist die Frau Dr. Spitz, das ist unsere Amtsärztin und die ist noch bis 16 Uhr da. Dann lassen Sie sich dort vor 18 und kommen wieder. Ich habe noch die eine oder andere Frage an Sie. Wenn Sie nicht wiederkommen wollen, bringen Sie auf jeden Fall einen Attest von der Frau Dr. Schmitz mit, dass Sie nicht verhandlungsfähig sind. Okay. Das gibt sie Ihnen aber nur, wenn Sie nahezu tot sind. Das sage ich Ihnen jetzt schon. Wir setzen dann erstmal mit Ihrer Freundin fort. Und Sie bitte gehen dahin und kommen so schnell wie möglich wieder. Okay. Also sich mal angucken. So einfach geht das nun auch nicht. Eva Nester, bitte. Frau Nester, nehmen Sie mal hier vorne Platz. Frau Nester, dass man bei Gericht die Wahrheit sagen muss, wissen Sie. Und wenn man es nicht tut, macht man sich strafbar. Frau Nester, Ihr Vorname ist Eva. Sie sind 26 Jahre alt, wohnen zusammen mit der Geschädigten. Und mit der sind Sie auch befreundet und Sie wohnen zusammen in Lübeck. Was sind Sie vom Beruf? Ich studiere Germanistik. Ah, mit dem Angeklagten sind Sie weder verwandt noch verschwägert? Nee. Für Germanisten eine doppelte Verneinung beantwortet sich mit Ja, das nur am Rande. Frau Nester, Nathalie Sonnen hat am 27. November um 1.27 Uhr Ihnen auf die Mailbox gesprochen. Ja? Und diese Mailbox-Nachricht hören wir uns doch noch mal kurz an, damit wir auch wissen, worum es geht. Ja? Eva, Nico war hier. Scheiß, was soll ich machen? Dabei will ich doch nur raus aus diesem Scheißpuff und Ihnen ein ganz normales Leben, für ein ganz normales Leben. Verdammt, Eva! Ah! Wann haben Sie die Nachricht abgehört? Leider erst eine ganze Stunde später. Ich habe sie nicht erreicht. Dann bin ich direkt ins Babylon gefahren, habe sie nicht gefunden. Ich habe dann gehört, dass sie im Krankenhaus ist. Oh, Nathalie, bitte, du weißt es doch. Ey, hör einfach auf, du willst doch aufhören. Also mit anderen Worten, will es aufhören? Jetzt, wissen Sie das jetzt nur hier von diesem Anruf her oder wussten Sie schon länger, dass sie in Babylon arbeitet? Wann hat sie davon erzählt? Ich wusste von Anfang an, dass sie da arbeitet. Ich meine, sie hat mir immer alles erzählt. Du hast das auch gewusst? Ja, sie ist meine beste Freundin. Sie hat mir einfach, ich wusste von Anfang an, dass sie da kellnert und fand es auch erst nicht so schlimm. Aber nach zwei Wochen hat sie dann angefangen, sich zu verändern. Sie hat nicht mehr richtig mit mir geredet, sich abgekapselt, sie hatte irgendwelche Geheimnisse und plötzlich auch Geldprobleme. Keine Ahnung.
Aber Sie haben jedenfalls, wenn ich es vorhin richtig verstanden habe, Frau Sonnen, Sie beide haben ja zusammen diese Chefin da von diese Babylon kennengelernt, diese Petra Hegemann, auf einer Party oder so. Ja, genau. Petra haben wir beide kennengelernt. Wie fanden Sie die? Äußerst unsympathisch. Die war laut und einnehmend, total egozentrisch. Hat uns direkt gefragt, ob wir bei ihrem Club arbeiten möchten. Natürlich habe ich Nein gesagt, das ist gar nichts für mich. Aber Nathalie hatte da nicht so ein Problem damit, oder? Ja, doch, natürlich hat Nathalie damit ein Problem, ganz klar. Ich meine, sie hat sich so verändert und schon nach ein paar Wochen kam sie nach Hause und war total fertig und hat geweint und gezittert. Ich wusste gar nicht erst, was los ist. Sie hat mir auch nicht wirklich was erzählt. Ihr ging es einfach richtig mies. Und ich weiß auch, dass es dir jetzt noch richtig mies geht. Echt? Gar nicht. Ja, natürlich. Du dramatisierst mal wieder gnadenlos. Ach, Blödsinn, ich dramatisiere. Ey, du kamst nach Hause, du hast so krass geheult. Du hast stundenlang geduscht, du hast dich sogar übergeben. Was soll das? Das an dem Abend war mein erstes Mal. Natürlich war das ein bisschen komisch für mich. Aber ja, danach natürlich, war alles gut. Es war immer alles in Ordnung für mich. Nichts in Ordnung. Frau Sonnen, stopp. Könnte das nicht vielleicht so sein, dass Sie anfangs dem tollen Angebot von Frau Hegemann nachgegangen sind, es dann vielleicht gar nicht so toll gefunden haben und Frau Hegemann aber nachdrücklich darauf bestanden hat, dass das Arbeitsverhältnis fortbesteht? Nein, so war es nicht. Für Druck, Förderung der Prostitution und Ähnliches. Nein. So war es auf keinen Fall. Nein, so war es auf keinen Fall. Es war wunderschön, bis auf diesen einen Abend. Es war immer alles in Ordnung, wie ich schon gesagt hatte. Also ich glaube nicht, dass eine Medizinstudentin, die ihr Studium auch durchzieht, während sie der Prostitution nachgeht, das typische Opfer von Menschenhändlern ist, Herr Krechel. Ich glaube, wenn da Druck ausgeübt worden wäre, hätte sie sich spätestens jetzt der Justiz anvertraut. Da gehe ich aber mal von aus. Nur, sie hat das freiwillig gemacht und das war Ihnen gegenüber natürlich nicht schön. Und genau diese Kälte, mit der sie Ihnen gesagt hat, nö, ich mach das eben, die hat sie doch so aufgebracht. Ach, die hat das auf gar keinen Fall freiwillig gemacht. Wirklich nicht. Ich meine, Nathalie hat einen tollen Job im Krankenhaus. Sie kommt im Studium super voran. Sie hat eine super Beziehung mit ihm. Warum hätte sie das freiwillig machen sollen? Nee, das denke ich auf gar keinen Fall. Da muss irgendwie diese Petra ihre Hände mit im Spiel gehabt haben. Die hat ja dann auch irgendwelche Typen zu uns nach Hause geschickt. Das war echt sehr skurril, das Ganze. Von welchen Typen sprichst du da? Ja, diese Typen, die ständig bei uns rumgelungert haben, dieser eine mit dem Kapuzenpulli, ich habe den nicht richtig erkannt, aber immer wieder stand er vor unserem Haus und du hast so ein Riesengeheimnis darum gemacht, du hast mir nichts mehr erzählt. Ja, ganz ehrlich, was soll ich denn an denken? Frau Sonnen, wurden Sie von Petra Hegemann mit Druck zur Prostitution?